Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Und wie immer gibt's Dead by Daylight. Ich weiß auch gar nicht, ob ich irgendwie mal was anderes aufnehmen sollte für euch. Oder ob ihr mit Dead by Daylight zufrieden seid. Die Frage ist halt auch immer, ich komme halt nicht so oft zum Aufnehmen und macht es dann überhaupt Sinn, was anderes aufzunehmen? Gerade so Story-Sachen mag ich eigentlich ungern Let's Play, wenn man das so nennen möchte. Weil man da einfach dranbleiben muss und bestenfalls relativ zügig die Folgen nacheinander hochladen, damit die Zuschauer halt einfach auch dranbleiben. Bei Dead by Daylight, ich glaube, der ist oben, oder? War gerade ein Fuß. Ah, Lori. Das Gute bei Dead by Daylight ist halt einfach, dass es hier keine Story gibt. Und wenn ihr mal eine Folge nicht seht, dann ist das nicht so schlimm. Dann habt ihr nichts verpasst. Ja, ich weiß noch nicht, welcher Killer es ist. Es klingt aber wie ein Standard-Killer, also Trapper, Clown oder so. Und ich bin eigentlich auch diese Runde da als Sanitäter, also als Retter, besser gesagt. Und zwar muss ich Leute vom Haken retten. Deswegen habe ich auch geliehene Zeit dabei. Killer jagt auf jeden Fall die Obsession. Ich glaube, die sind auch hier. Oh. Ja, es ist die Seuche. Wird jetzt den Generator angespuckt haben. Oh yeah. Ansteckende Angst ist auch dabei. Dann hatte sie bestimmt auch noch korrupte Intervention dabei, weil das ist auch irgendwie Standard. Ich meine, korrupte Intervention ist ja auch ein Perk von der Seuche. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist halt einfach hoch, dass sie das dabei hat. Ich gehe direkt retten. Noch ist Lori nämlich nicht krank. Das heißt, noch kann ich mich nicht anstecken. Und ich hoffe, wenn sie geheilt ist, dass der Generator dann wieder frei ist, dass wir den hier fertig bekommen. Weil gerade läuft es nicht so gut. Wir haben noch keinen Generator fertig. Na gut, das Problem ist, wenn Lori sich jetzt dort dran setzt und dann krank wird, verseucht sie den Gen wieder. Warum bin ich jedes Mal im Terrorradius? Okay, das ziehen wir durch. Ich würde gerne retten gehen. Aber ich läuft hier noch rum. Oh, geliehene Zeit triggert. Und da nämlich geliehene Zeit getriggert ist, hat, habe ich jetzt auch keinen Treffer eingesteckt, weil dieser Joe, da war, konnte ja schließlich einen tanken.
Normalerweise versuche ich, wenn ich jemanden abhake und Killer ist in der Nähe, einen Schlag einzustecken, damit einfach der, der frisch vom Haken kommt, nicht direkt wieder liegt. Aber in diesem Fall, durchgeliehene Zeit, okay, schade, bin ich einfach weggerannt. Jetzt bin ich auch gleich krank und verseuche den Generator. Vielleicht sollte ich mich waschen gehen. Er lässt sich sterben. Schade. Ist wirklich schade. Da er hing im Keller, das ist immer eine blöde Ausgangssituation. Die Tür hier, die macht mich ein bisschen wahnsinnig. Ich ziehe jetzt den Gen durch, dann gehe ich mich hier drüben waschen. Und dann brauchen wir nur noch zwei Gens. Eventuell sitzt die Lori auch gerade an dem Generator. Okay, jetzt weiß halt der Killer, wo ich bin, wenn ich jetzt hier anmache. Egal. Oh, sie ist ja gar nicht in die Richtung. Ja, Lori war... Okay, sie hat jetzt die Blutspucke geholt. Ist hier ein Totem? Lori ist schon da. An. Uah. Es wäre halt gut, wenn die nicht hier rumrennen würde. Dann könnte ich die, die am Boden ist, vielleicht aufheben. Sie geht aber, glaube ich, zurück. Immerhin bin ich jetzt nicht infiziert, da sie gerade diese rote Spucke hat. Die verletzt einen zwar sofort, aber... Ich hatte keinen Nurses Calling, oder? Nee. Sie hat die Lori. Sie hat sich wieder die Blutspucke geholt. Ich heile mich hoch und gehe dann retten. So, Jen. Weiß gar nicht, habe ich schon gehangen? Das gibt's doch nicht. Ich bin einfach immer im... Das war es mir jetzt wert. Ich hab geliehene Zeit, dann lebst wenigstens du. Lauf, Feng, lauf. Ja, Feng, dann renn halt auch weg. Wenn sie dich nochmal trifft, war's das. Oh, ich hätte mich mal erholen sollen schon mal.
Das war jetzt nicht mitgedacht von mir. Okay, ich hing noch nicht. Cool. So, ein Jen ist auf jeden Fall hier links neben mir. Ich weiß nicht, wo die anderen beiden sind. Und die Feng müsste sich mal menden. Ist sie jetzt umgefallen, weil sie ihre tiefe Wunde nicht geheilt hat? Oder weil sie getroffen wurde? Dass das jetzt wieder so ausgeartet ist. Nicht oben, der ist bestimmt schon gemacht. Nein. Sie wird halt jetzt die Gens bewachen und hier oben ist man ein bisschen gefangen. Egal. Ich riskiere es. Wenn ich jetzt nur rumlaufe und nichts mache, ist uns auch nicht geholfen. Ist es wirklich schade, wenn die Runden so knapp dann scheitern? Wow, der hat noch getroffen. Okay. Jetzt wird geslackt, so wie es aussieht. Frage ist, ich weiß nicht, ob Lori es nochmal schafft. Vielleicht ist hier irgendwo die Luke. Ich weiß es nicht. Killer ist hier. Lori ist relativ weit weg. Ja. Ach, war da kein Haken mehr? Ist da schon jemand gestorben? Da was? Oh nein, wie knapp! Schade. Eventuell ist hier die Luke. Weil sie jetzt hier so gezielt hingelaufen ist. Den letzten Gen werden wir nicht mehr fertig bekommen. Weil Lori müsste tot am Haken sein. Und Lori bleibt auch am Ausgang. Zumindest sieht so aus, als ob da der Ausgang ist. Weil der andere war ja da. Der Killer ist jetzt auch ein bisschen anstrengend. Oh, die Ratte hier rechts, wie die da rausguckt. Na, Lori, wenn, dann musst du jetzt. Eigentlich müsste ich mich direkt waschen. Ich bin sonst einfach extrem laut. Ist doch nicht. Hört sie mir gerade? Oder. Ja.
Oh. Jetzt war ich so im Rennen. Ich habe einfach nicht mehr aufgepasst. Ja, die Runde wird jetzt wirklich, wenn sie mich jetzt nicht auffängt, okay, einfach nur in die Länge gezogen. Das muss jetzt auch nicht sein. Hier ist die Luke. Ja, Mensch. Lori, das ist ja jetzt blöd. Lori, mach zu. Du hättest jetzt losrennen müssen, dich drauf hocken, um noch eine Chance zu haben. Sonst ist die Luke zu. Mal sehen, wenn Lori jetzt sofort mit hier in der Lobby steht, hat sie es rausgeschafft. Aber es sieht nicht so aus. Aber ich habe 4 Leute gerettet diese Runde. Ich kann auch von den Punkten her sehr zufrieden sein. Dafür, dass ich gestorben bin. Es ist ärgerlich. Es ist schade. Das möchte ich nicht kleinreden. Aber von den Punkten her kann ich echt zufrieden sein. Von daher war es eine gute Runde. Trotzdem. Und ich verabschiede mich einfach aus dieser Folge. Ich habe übrigens mit Cheryl gespielt. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals mit Cheryl gespielt habe hier auf YouTube. Und wir sehen uns gerne in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Lust habt. Ich sag bis dahin, macht's gut und bis bald.